Ja, liebe Bürger von Eisleben, liebe Sachsen-Anhaltiner, liebe Landsleute, zunächst mal bedanke ich mich bei euch, dass ihr hier trotz Regen ausgehalten habt. Das zeigt auch, ob es stürmt oder schneit und ob es regnet und windet, die AfD hält Stand auch auf den Plätzen in unserer Heimat, liebe Freunde. Am 8. Dezember wird das Kraftwerk in Deuben abgeschaltet. Es steht damit symbolisch für die Zerstörung einer Industrie und unserer Braunkohle, die hier über Jahre und Jahrzehnte zur Industriekultur gehört hat und die hier den Menschen ein glückliches und zufriedenes Leben ermöglicht hat. Eine Industrie, die aus ideologischen Gründen von Linksgrün abgeschaltet worden ist. Und da werden wir immer dagegen sein und wir werden den Finger in die Wunde legen. Der ganze EEG-Unsinn und der Kohleausstieg müssen weg, liebe Freunde. Das Kraftwerk war 1936 gebaut worden und zählte zu den am längsten betriebenen in Deutschland. Und wenn wir uns unsere Politiker ansehen, gerade hier auch in Sachsen-Anhalt, dann erinnern wir uns an das Jahr 2015. Da sagte Ministerpräsident Haseloff, die Braunkohle ist so etwas wie schwarzes Gold für Sachsen-Anhalt, für das Gelingen der Energiewende als Brückentechnologie unverzichtbar. Im Juli 2020 stimmte Sachsen-Anhalt im Bundesrat für den Kohleausstieg. Angesichts der fehlenden Grundlastfähigkeit von Wind- und Sonnenkraft und wegen des Atomausstiegs ist Braunkohle ein wichtiger Träger der Versorgungssicherheit in Deutschland. Die Braunkohleverstromung ist zeitgemäß und absolut sinnvoll, sagte Frau Budde von der SPD noch 2015. Sie kandidiert heute auf Listenplatz 2 der SPD-Liste. Aber auch diese Parteien sind alle für den Kohleausstieg. Und das zeigt uns nur das eine. Die Altparteien leben nach dem Motto, was stört uns unser Geschwätz von gestern, wenn die machtpolitischen Opportunitäten heute etwas anderes gebieten. Und da stehen wir dagegen. Uns ficht keine machtpolitische Opportunität an. Wir wollen keine Koalitionen mit Linken oder mit Grünen. Das haben wir nicht nötig, denn wir werden nicht mit den Mauermördern zusammenarbeiten und wir werden auch nicht mit denen zusammenarbeiten, die als Grüne unsere Industrie zerschlagen wollen, liebe Freunde. Die vermeintliche Rettung des Weltklimas, darüber musste ich unlängst in einer Podiumsdiskussion auch mit Linken, Grünen, SPD und der CDU reden. Aber was hört man da? Ich habe die Frage gestellt, welches klare Konzept es denn für eine Energiewende in Deutschland gibt. Und was habe ich gehört? Nichts anderes als vage Hoffnungen und nebulöses Geschwurbel. Und ein Industrieland wie Deutschland kann seine Zukunft nicht auf die vagen Hoffnungen linksgrüner Illusionäre und Salonschwätzer stützen. Unsere Zukunft wird hier in Deutschland erhalten. Und die Linken, die Grünen und die Union machen sie kaputt. Applaus 50 Kraftwerke, die jetzt im Bau sind, stoßen alleine 100 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich aus. Allein in Afrika sind hunderte neuer Kohlekraftwerke geplant. 2020 sind in China neue Kohlekraftwerke ans Netz gegangen, die das Dreifache an Leistung überschreiten, was der Rest der Welt plant. China stößt jährlich 10,2 Milliarden Tonnen CO2 aus, Deutschland 644 Millionen Tonnen. Die Regierung aber behauptet, wir müssten der Motor einer angeblichen Energiewende weltweit sein. Tatsächlich ist die Wahrheit, dass die Welt über Deutschlands Energiewahn lacht. Die Welt ist eine freie Welt und die Welt will nicht am deutschen Ökowesen genesen, liebe Freunde. Solche Weltbegründungen
Beglückungsirrtümer hatten wir schon mehrfach und sie sind immer gescheitert. Wir wollen das nicht. Es ist eine Schande, dass die Grünen uns heute wieder in der Welt als ein Land darstellen, das andere Länder bevormunden will. Wir wollen nicht andere Länder bevormunden. Wir wollen freie Menschen in einem freien Deutschland sein. Das ist uns genug und das ist unser Auftrag. Aber wofür sorgen Sie mit Ihrer Energiewende und Ihrem Unsinn? Die Generation der Fridays for Future-Hüpfer, deren Eltern Sie selbst mit dem SUV-Diesel zur Schule fahren, die sorgt dafür, dass wir die höchsten Energiepreise in ganz Europa haben. Sie sorgt dafür, dass gerade die Geringverdiener von dieser Energiewende ins Mark getroffen werden. Diese Energiewende ist für viele Familien in Deutschland die Frage, ob man am Ende des Monats gerade noch hinkommt oder schon am 20. kein Geld mehr hat, liebe Freunde. Und da können die Linken und die Sozialdemokratie sich endlich an ihre eigene Nase fassen. Sie ruinieren die Menschen in Deutschland. Sie machen die Menschen arm. Und das alles für ideologischen Unsinn, liebe Freunde. Und darum sagen wir als AfD ganz eindeutig: Weg mit der CO2-Steuer, weg mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und den Kohleausstieg widerrufen und unsere heimische Industrie und unsere heimische Kohle wieder ans Netz gehen lassen, liebe Freunde. Und dann kommen Sie daher und reden vom Strukturwandel. Aber was ist das, Ihr Strukturwandel? In Nordrhein-Westfalen hatte man 50 Jahre Zeit für den Strukturwandel. Wer heute nach Nordrhein-Westfalen fährt, der sieht, dass dieser Strukturwandel dort in weiten Teilen gescheitert ist. Und hier will man einen Strukturwandel in 15 Jahren durchziehen. Auch dieser Strukturwandel wird scheitern. Das, was dabei herauskommen wird, das haben viele Menschen hier schon einmal erlebt. Und zwar nach 89. Es wird nicht strukturgewandelt werden, es wird abgewickelt werden, es wird aufgelöst werden und am Ende werden Arbeitslosigkeit und Armut stehen. Und dagegen steht nur die AfD, liebe Freunde. Und darüber hinaus wollen wir uns einige Äußerungen zu Gemüte führen, die in den letzten Jahren von den politischen sogenannten Eliten von sich gegeben worden sind. Es fing an nach 89 mit den blühenden Landschaften. Danach kam das alles sagenumwobene "Wir schaffen das". Dann kam von den Grünen "Die Energiewende wird uns nicht mehr als eine Kugel Eis kosten". Dann kamen die laufenden Ansagen "Die Corona-Maßnahmen sind beendet, wenn die gefährdeten Gruppen geimpft sind". Es kam dann im außenpolitischen Bereich die Aussage, die Taliban müssten zur Kenntnis nehmen, dass es ein Zurück ins Jahr 2001 nicht mehr geben wird. Liebe Freunde, wenn wir uns alle diese Aussagen auf der Zunge zergehen lassen, dann können wir am Ende nur zu einem Schluss kommen. Es waren alles Lügen. Es waren alles Fehleinschätzungen, es waren Fehler, für die Deutschland heute bitter bezahlt. Und ich möchte das in aller Deutlichkeit sagen. Wenn wir hier die Überleitung gefunden haben zur Afghanistan-Frage, es wird heute so getan, als habe Deutschland eine Verantwortung für Afghanistan. Liebe Freunde, dort ist 20 Jahre lang militärisch und politisch herumdilettiert worden. Aber eins ist auch noch passiert. Es sind Abermilliarden deutschen und auch aus anderer Herren Länder Steuergelds dorthin geflossen. Es ist eine Armee aufgebaut worden, die nach nicht mal einer Woche die Waffen gegenüber den Taliban weggeworfen hat und diese Waffen an die Taliban übergeben hat. Liebe Freunde, wir schulden Afghanistan nichts. Und dann wird davon gesprochen, dass wir Ortskräfte aufnehmen müssen.
Und ich sage euch, ja, auch ich habe gesagt, Ortskräfte aufnehmen ist richtig. Das sind einige hundert Menschen, die uns dort unterstützt haben. Das sind Menschen, die sind von der Bundeswehr sicherheitsüberprüft worden. Das ist ein ganz kleiner, winziger, überschaubarer Personenkreis. Und was machen die Linken, die Grünen mit Hilfe der CDU und der SPD daraus? Eine Riesensumme an Menschen. Am Ende ist jetzt nach deren Definition jeder eine Ortskraft, der mal irgendwo von einer NGO eine Decke aus Deutschland bekommen hat. Das wollen wir nicht. Wir wollen Deutschland außenpolitisch sauber halten. Wir wollen sagen, wer uns hilft, dem helfen auch wir. Aber wir müssen nicht jeden aufnehmen, um der grünen Ideologie der Masseneinwanderung Folge zu leisten. Das wollen wir nicht. Und darum sagen wir, nie mehr 2015. Und jetzt möchte ich noch zu einem letzten Punkt kommen, ehe ich zum Schluss komme. Es ist die gesamte Frage der Corona-Politik. Wir haben heute schon viel davon gehört. Aber eins muss ganz klar sein. Wir als AfD haben immer gesagt, wer sich impfen will, soll sich impfen lassen. Wer sich aufgrund seiner persönlichen Risikobewertung testen lassen will, soll das tun. Wer eine Maske tragen will, der kann das auch tun. Aber wir setzen auf die Mündigkeit der Bürger. Wir setzen darauf, dass jeder Mensch frei entscheiden kann, was er tut. Und dann stellen sich aber die anderen hin und sagen, es gibt keinen Impfzwang. Das ist eine Lüge. Wenn heute darüber diskutiert wird, dass ein Mensch, der in Quarantäne geschickt wird, wenn er ungeimpft ist, keine Lohnfortzahlung mehr bekommen soll, dann ist das ein Impfzwang. Wenn heute darüber gesprochen wird, dass Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren oder in ihrer Arbeit auf andere Posten versetzt werden können, weil sie nicht geimpft sind, dann ist das ein Impfzwang. Und das lehnen wir ab. Wir stehen für Bürgerrechte, Einigkeit und Recht und Freiheit. Und als Familienpolitiker schließe ich mit dem Feld der Familienpolitik. Wir alle hier hatten Vater und Mutter. Und wir wären nicht wir selbst, wenn wir jemals uns in der irrigen Idee verfangen hätten, unseren Vater und unsere Mutter als Elternteil 1 und Elternteil 2 zu bezeichnen. Wer so etwas tut, der verleumdet Vater und Mutter. Der ist geschichtsvergessen, der will ein Deutschland ohne Identität, ein Deutschland ohne Anstand und ein Land, das keine Heimat mehr ist, liebe Freunde. Wir stehen aber für Heimat. Wir stehen zu Vater, Mutter und Kindern. Und wir werden nicht zulassen, dass linke Ideologen die Familie aus Vater, Mutter und Kindern zur heteronormativen Kleinfamilie erniedrigen. Liebe Freunde, wir als AfD sind die Letzten, die die Familie noch verteidigen. Für alle anderen ist die Familie die Zusammenkunft irgendwelcher Personen, die dann ein gemeinsames Ziel verfolgen. Nein, liebe Freunde, das ist Familie nicht. Familie ist die Grundlage und der kleinste Baustein unserer Gesellschaft. Familie haben wir zu schützen und wir als AfD haben hierzu ein starkes Programm auch für die Bundestagswahl aufgelegt. Wir wollen jeder Familie, die ein Kind bekommt, 20.000 Euro aus der Rentenkasse erstatten, damit, wenn das Kind da ist, Geld zur Verfügung steht. Wir wollen, dass die Mehrwertsteuerprivilegierung nicht mehr für Krebsfleisch und Rennpferde gilt, sondern für Kinderwagen und Produkte des Kinder- und Familienbedarfs, liebe Freunde. Wir stehen für Ehestartkredite, damit sich junge Familien wieder den Mut geben, Familien zu gründen, zu heiraten und Kinder zu haben. Wir kämpfen auf allen Ebenen gegen Familien- und Kinderarmut. Das ist unsere Aufgabe. Und ich bitte euch, nehmt das mit, was ihr heute gehört habt. Sagt es euren Freunden und euren Bekannten. Wir als AfD sind nicht, wie man alle möglichen Menschen in Deutschland glauben machen will, eine Partei etwa von Schwurblern und Extremisten. Wir sind die Letzten,
die Einigkeit, Recht, Freiheit und Demokratie in Deutschland noch gegen den linksgrünen Mainstream verteidigen, liebe Freunde. Und darum bitte ich um eure Mithilfe, dass uns das im nächsten Bundestag wieder gelingen kann. Wählt mit Erst- und Zweitstimme die AfD, liebe Freunde. Vielen, vielen Dank.